Bonjour, salut, herzlich willkommen im LS19 auf der Provence. Am Donnerstag, mittlerweile, jawohl, die Folge 112, ne? Hoffentlich brennt es nicht irgendwo. Ja, da sind wir wieder. Dann machen wir weiter. Vorerst. Ne? So, schnell kann man das nachschauen. Ich habe ein Skript jetzt auch mit auf die Provence mit, ja, mit reingenommen, sage ich mal. Da müssten jetzt irgendwo, ich habe es glaube ich schon gesehen, genau. Ja, hier hat man jetzt die Möglichkeit mit R, glaube ich, richtig. Da kann man jetzt also vom Installateur eine Wasserleitung machen lassen und die den Pferdewasserdruck direkt befüllt. Kostet so viel am Tag, 18 Euro und Wasser kostet nichts, nur der Unterhalt kostet halt so viel. Das Geld habe ich momentan nicht, aber irgendwann kommt es dann. Da kann man auf jeden Fall immer dann an den Stall laufen und kann das Wasser nachfüllen lassen, automatisch halbwegs. Und jo, jetzt will ich gerade mal gucken, das funktioniert hier wohl nicht, weil das ja ein, ja, umgestalteter ist. Ne, hier ist Wasser, hier kann man das nicht automatisch machen lassen. Und hier ist das Wasser hier bei denen, ne, hier ist Wasser, hier auch nicht. Ja, also stand schon dabei bei dem Skript, dass das nicht bei jedem Tier Stall, Tiergehege, wie auch immer, funktioniert. Gut, jetzt geht es aber mit Sicherheit bei den Pferden geht's und bei den Schafen hundertprozentig auch, weil der Schafstall auch Standard ist. Okay, wo waren wir denn stehen geblieben? Irgendwas mit, genau, irgendwas mit Gras war doch hier. Das war, das muss noch gewendet werden, das kann der jetzt mal anfangen, dass der fertig wird. Ist er nicht schön? So. Das ist noch eingestellt, das ist sehr schön. Dann kann der hier direkt weiterfahren. Den brauchen wir gleich zum Einsammeln und der kann jetzt den Schwad. Ne, noch nicht, da müssen wir noch ein bisschen warten. Sonst zieht er hier Gras mit Heu zusammen, das mische ich nicht. Was haben wir noch? Der wartet noch. Der wartet noch und der schwadet noch. Ist irgendwas zum Ernten, haben wir jetzt noch nichts, oder? Die sind alle eingepflanzt. Aber so erntereif ist da noch nichts. Oh, die 28 ist nur abgeerntet. Da kann man ja noch was reinhauen. Was wir auch bräuchten, noch mehr Wiesen. Und zwar relativ gerade. Die Wiese 4 ist ganz cool. Oder ich wandle irgendein Feld irgendwann mal in eine Wiese um. Weil ich habe ja getestet letztes Mal, Stroh oder sowas nimmt die BGA nicht. Wird wahrscheinlich nur Silage nehmen und dann gibt es dann am Ende des Tages Geld dafür. Ja. Ja, mal gucken, wie wir es machen. Also die 28, da kann man was, könnte man jetzt irgendwas einpflanzen. Ich habe nur keinen, zurzeit keinen Traktor frei. Wobei wir mit dem gerade mal schnell hinfahren könnten. Dann lasse ich den mal hier stehen, den Ladewagen. Und dann mache ich in die 28 wieder sowas wie Weizen oder sowas, was halt hauptsächlich Stroh bringen soll. Da fahren wir da mal hin. Weil jetzt Gras in die 28 einsehen, das bringt in meiner Augen immer genau gar nichts, weil es nicht so arg groß ist, das Feld. Gell? Da haben wir dann ein ganzes Feld weggemacht, wegen ein bisschen Gras, das bringt nichts. So, Saatgut. Momentan haben wir noch das Geld, da können wir es auch aufnutzen. So, das machen wir voll. Noch ein bisschen Dünger mit dazu. Ah, was ist wieder Krust? So, Deckel so.
8.40 Uhr am Morgen. Das heißt, dahin am Schafstall sieht man es ganz dahin am Eck. Ist auch das Icon, der Button, wie auch immer. Da kann man dann auch eine Wasserleitung installieren lassen. Wie gesagt, da geht nur bei, das heißt nicht nur bei Originalen, aber bei vielen Mod-Stellen funktioniert es nicht. Steht aber dabei. Was auch ganz praktisch ist, man kann dann das so einstellen, ich muss mal gucken wie, ob es überhaupt macht. Man kann auch so das einstellen, das Skript, dass also das Wasser klar gibt es dann, und man kann das so programmieren, dass die Milch von den Kühen, na bingo, das hast du gut hingekriegt, dass die Milch von den Kühen abends um 12 oder was dann automatisch abgeholt wird, ne? Dass man es nicht mehr selbst wegfahren muss. Das war ja im 19er der Bonus oder die Änderung, dass man die Milch selbst wegfahren darf oder kann. Und wenn einen das nervt, und dann kann man das halt so einstellen, dass die geholt wird. Ja, ihr habt mitgegeben, Feld 28 ist noch, sind noch Strohschwarten drauf, ne? Bingo. Die hole mir schnell. Das können, hoffentlich passt das alles da rein, in den Ladewagen. Ja Leute, was los? Die Provence schwächelt ein bisschen. Ne? Andere haben das sinkende Schiff schon verlassen. Ja, nicht böse gemeint. Aber die Provence, die ist tatsächlich am Nachlassen. Was das Zuschauerinteresse angeht. Verstehe ich gar nicht. Ich meine, okay, es ist natürlich Tag ein, Tag aus das Gleiche. Wir haben hier keine Produktionen. Und, Tiere überall auch das Gleiche. Ein bisschen nachvollziehen kann ich das schon. Deswegen hatte ich ja in den anderen Videos auch schon vorgeschlagen oder darum gebeten, dass ihr vielleicht mal kurz in die Kommentare reinschreibt, ob wir jetzt die Niederbayern oder die Provence dann beenden sollen nach irgendwelcher Folgenanzahl. Wenn es nämlich Karten gibt, die ihr mal mehr Bock drauf hättet, die ich noch nicht spiele, dann bin ich da gern bereit. So, bin ich da gern bereit, umzuziehen von mir aus, mit allem was dazugehört, mit allem was wir schon haben natürlich. Schreibt's mal rein, Leute. So. Entlassen zuerst mal, genau. Schöne Pferde haben wir da. Genau, das haben sie gehört. So. Fasilo ist leer. Ja, jetzt bräuchte man Silage, ne? Das wäre nicht genial. Aber ich habe da so ein paar Gebäude drin. Die wären vielleicht ganz interessant, ich weiß es nicht. Wir gucken gerade mal. Da bei Silos müsste es dann sein, logischerweise. Okay. Und zwar hier Silage Tower Mittelschaff.
Also hier kommt Hackschnitzel, Gras. Kann man ja Gras reinmachen und ich weiß es nicht genau, aber ich denke mal, wenn hier Silage Tower steht, dass wir Gras reinschütten und Silage rauskriegen. Das Teil kostet 100.000 Euro. Ne? Das ist nicht billig. Und dann habe ich noch das hier drin, Fermenting Silage, kostet ein bisschen mehr. Ist auch ein, ich weiß nicht genau wie groß, aber ein Riesengebäude, so wie es aussieht. Ist natürlich extremst einfacher, Silage dann herzustellen. Aber kostet halt auch Geld in der Anschaffung. Ne? Müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Wenn wir überhaupt noch lange hier sind, keine Ahnung, das liegt da jetzt schon ein bisschen auch an euch. So. Weil ich habe da kein Problem damit. Ich mache das ja erstens, weil ich es gern spiele. Und zweitens, weil ich euch gern unterhalte oder unterhalten möchte. Und wenn ihr sagt, immer zu jung, ne? Die Provence, ne? Die kannst du allein spielen. Interessiert kein Mensch mehr. Es kann ja sein. Dann bin ich da offen für Änderungen, keine Frage. Oder die Niederbayern. Also was auf jeden Fall bleibt, sind die drei, ja, die zwei größeren und die eine Käsekarte. Also die Südhemmen bleibt, weil ne, Produktionen und Multifrucht und was weiß ich was alles. Dann bleibt die Nordfriesische Marsch auf jeden Fall auf dem gleichen Grund. Und vor allen Dingen, weil NF Marsch, ne, sehr große Felder, was ja mein Ding ist ab und zu mal. Und ja, mit Produktion. Hof Bergmann muss sowieso bleiben. Ne? Der Käse ist noch nicht gelutscht. Ja, wisst, was ich meine. Und ja. Ist halt die Provence, war halt eine Schnuck, also ist halt eine schnuckelige Karte. Problem hierbei natürlich, keine großen Felder, keine großen Erträge, ist gleich keine großen Geldsummen, die wir einfahren. Ne? Selbst das große Feld, das wir selbst angelegt haben, die 5, 6 oder 15, 16, was weiß ich. Wenn wir das mit Sojabohnen vollhauen, mit zwei Düngestufen und Unkraut beseitigen und so weiter und so fort, selbst da war das anhängertechnisch, ja, oder mengentechnisch vielleicht um die, was, um die 45.000 Liter. Das ist ja jetzt nicht wirklich viel, ne? Das ist nicht wirklich viel. Und wir haben Glück, wir kriegen das komplette Stroh in den Ladewagen rein. Das heißt, nicht nochmal extra durch die Gegend fahren. Sehr schön. Tschüss, siehst du, dann fahren wir heim und kommen wieder zurück. Dann wird eingesät. Ich habe es dann auch gleich eingesät. Ja, schade, es wäre halt genial, wenn das die. Oder ich hätte mir diese Mini-BGA, die Hof-BGA platzieren müssen. Da hätte ich glaube ich auch Stroh reinwerfen können für Kohle. Weil die Serien-BGA hier oben, die möchte nur Silage. Soweit ich das getestet habe. Also Stroh geht definitiv nicht. So, ich muss einen Schluck Kaffee trinken im Moment. Genau, da ist der leer. Der Schwader müsste dann auch bald fertig sein. Das heißt, da können wir morgen unser Heu reinholen. Ja, und der wird halt dann später eingesät. Ist jetzt auch Wurst. Und, jo, dann geht es weiter. Und zwar morgen, gleiche Uhrzeit, allerdings Freitag. Ne? Und da werden wir morgen hier das Heu einholen und vielleicht dann auch noch das Weizenfeld einsehen. Mal gucken.
Und ja, irgendwie können wir auch mal vorspulen. Vielleicht mache ich das auch dann offline, dass ich so weit vorspule, bis die Felder entweder gedüngt oder ja, gepflanzenschutzt oder geerntet werden müssen. Ich muss nochmal schon schauen. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Gell? Also dann macht's gut. Danke fürs Zusehen. Daumen nach oben da lassen, Abo da lassen und schreibt mal rein. Ja, Projekt Map-Wechsel oder nicht oder wie auch immer. Ne? Und welche Map vor allen Dingen. Ne? Ich will ja was Gescheites spiele dann. Alle, macht's gut. Vielen Dank. Tschüssi.